Also ich würde gern mit euch heute so ein Luftballonauto bauen. Ihr seht hier das Bild von dem Luftballonauto. Das soll nachher also dabei rauskommen. Und jetzt habe ich ein ganz kurzes Video. Schaut euch mal kurz an. Hier seht ihr also, wie das Auto fährt. Leider ist es gegen ein Kissen geboxt. Aber im Regelfall, wenn die Räder richtig eingestellt sind, fährt es sauber geradeaus und fährt auch relativ weit. Zu bauen ist das ganze Ding eigentlich ganz einfach. Als erstes brauchen wir eine Grundplatte. Dazu habe ich eine ganz einfache Dachlatte genommen. Die Dachlatte kann eine unterschiedliche Größe haben. Ich habe jetzt hier ungefähr 15 cm Länge genommen. Die restlichen Maße sind bei einer Dachlatte ja vorgegeben. Das Ganze zugesägt und ein bisschen abgeschliffen. Danach kommen logischerweise auf der einen Seite Räder dran und auch auf der anderen Seite Räder dran. Ich habe kleine Plastikräder genommen. Seht ihr jetzt hier im Bild, man kann natürlich Holzräder nehmen. Wir haben sie einfach mit einem Nagel festgenagelt. Man kann auch eine sehr aufwendige Konstruktion mit Achse machen, allem drum und dran. Allerdings fährt das Auto eh nicht sehr weit. Es macht mehr Spaß, das zu bauen, aber es wird jetzt kein Flitzer oder so. Deswegen ist der Aufwand, glaube ich, nicht gerechtfertigt. Also, nachdem die Räder dran sind, kommt hier, ups, Entschuldigung, nachdem die Räder dran sind, kommen zwei Holzklötze hin, ein größerer und ein kleinerer. Dieser größere Holzklotz dient hauptsächlich dazu, dass der Luftballon aufliegt nachher, dass er nicht irgendwie hier rumflattert und so. Deswegen ist der eigentlich ganz wichtig. Auf dem vorderen hier wird nachher die Konstruktion befestigt. Wir haben sie mit Heißkleber festgeklebt. Man kann natürlich auch hier das hier ganz einfach größer machen. So, hier ein Loch durchbohren. Hier ein Loch durchbohren, so ungefähr. Und dann den Luftballon natürlich hier durchstecken und oder diesen Gartenschlauch einfach durchstecken. Allerdings habe ich das Gefühl, das ist komplizierter nachher. Das kompliziert das Ganze nachher um ein Vielfaches. Deswegen haben wir hier einen Gartenschlauch genommen mit ungefähr 2 cm Durchmesser. Den gibt es in jedem Baumarkt, ist ziemlich günstig. Also hier einfach einen Gartenschlauch befestigt. Wir haben einen durchsichtigen genommen und dann hier vorne ein Röhrchen genommen. Hier haben wir Heißkleber reingeschmiert, dass die Verbindung da ist. Das erschien uns am einfachsten, weil es nachher dicht ist. Dabei gilt zu bedenken, dass man nicht den Heißkleber ganz flüssig da drauf tut, sondern kurz antrocknen lässt, sonst schmilzt das Plastikröhrchen an dieser Stelle. Eine Möglichkeit ist, das Plastikröhrchen hier zuzukleben, mit Tesafilm Wasser reinzustellen und das Ganze dann quasi über Kopf hier reinzustellen. Das funktioniert auch. So, nachdem das Auto gebaut worden ist, so sieht es nochmal aus, kommt hier ein Luftballon drüber. Den muss man nicht festmachen, denn der hebt ja von selber, der wird nach hier hinten gelegt. Man pustet durch das Röhrchen hier vorne den Luftballon auf, dann lässt man es los und das Auto bewegt sich dann vorwärts. Also eine ziemlich einfache Geschichte. Haben wir in der Jungschau 3, 4 gebaut, also dritte, vierte Klasse, hat sehr gut funktioniert. Alle Autos sind gefahren. Man muss die Räder vielleicht mal kurz ausrichten, wenn sie ein bisschen schräg fährt. Kann einen Wettbewerb machen, wessen Auto schneller ist, welches Auto weiterkommt. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß damit und schaut mal auf meine Homepage. Danke.